Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir sind ein Mensch vorm Wasser, das heißt, wir spielen ein anderes Angelspiel. Jawohl, kam vor ein paar Tagen raus. Dovetail Games Eurofishing ist, glaube ich, schon eine ganze Zeit in der Early Access gewesen. Und jetzt war vor ein paar Tagen der Release. Da habe ich es mir mal geholt. Ist gerade im Moment noch im Angebot für ein paar Tage für 20 Euro. Deshalb wollte ich mal reingucken, ob es sich lohnt. Ich habe ein bisschen gespielt, wie wir schon sehen können. Level 4 bin ich schon. Das heißt aber nur, ich habe ein paar Tutorials gemacht und 3-4 Fische gefangen. Also so viel habe ich hier auch noch nicht von gesehen. Aber ein bisschen haben wir schon. Deshalb starten wir erstmal hier mit dem Charakter. Den wollen wir natürlich benutzen. Und da sehen wir schon das Auswahlmenü, was wir alles hier zur Verfügung haben. Die Akademie einmal. Grundlagen, Fisch am Haken, Pirschen, Locken, mehrere Routen. All das habe ich schon abgeschlossen. Werden wir gleich nochmal kurz reingucken, zumindest in die Grundlagen. Die anderen werde ich dann nicht nochmal machen. Dann haben wir hier natürlich die Spielmodi, die haben wir auch hier schon, wenn wir im Homescreen sind. Die Akademie, wie gesagt, angeln gehen. Das freie Angeln quasi. Dann haben wir hier Live-Turniere. Sehr interessant. Und deshalb habe ich es mir vor allen Dingen geholt zum Reingucken. Denn hier gibt es tatsächlich Multiplayer. Hier haben wir einmal ein Turnier, was die Anzahl der Fische zählt, die man bei 7 Tagen bzw. bei 7 Versuchen fängt, und 3 Real-Life-Tage hat man dafür Zeit. Hier stehen schon Ergebnisse. 394 Fische in 7 Tagen ist schon mal nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber das gucken wir uns dann später noch an, die Turniere. Hier gibt es auch nochmal dasselbe Turnier für Gesamtgewicht, auch wieder 7 Versuche und 3 Tage Zeit. Und hier ist das Gesamtgewicht, was schon erreicht wurde von anderen Spielern. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch noch hier den normalen Mehrspieler. Da können wir uns dann hier öffentliches Spiel finden oder selber ein Spiel hosten. Auch nur mit Freunden durchaus möglich. Und dann können wir zusammen am Gewässer angeln. Das schauen wir uns aber gleich noch alles an. Profil können wir noch. Hier haben wir noch unseren Logbuch quasi. Da haben wir, hier, was wir schon alles gefangen haben. Also 6 gemeine Karpfen habe ich schon gefangen. Die meisten davon tatsächlich im Tutorial. Dann hier ein Spiegelkarpfen, Lederkarpfen habe ich noch keinen. Brasse noch keine, Wels noch keine. Schleier habe ich schon 10. Und Rotaugen auch schon 2. Bossfische gibt es ja auch an manchen Gewässern. Insgesamt gibt es hier 5 Gewässer. Hier sehen wir das schon. Also Observatory, La Reine, Digger Lake, St. John's Lake und Presa del Monte Bravo. Das war mit Sicherheit spanisch und richtig ausgesprochen. Also da haben wir schon mal einiges erreicht, aber da waren wir natürlich noch nicht überall. Und hier sehen wir schon die Bossfische, die es auf jeden Fall zu fangen gibt. Hier Reinhold, gemeine Braxe, Warrior, gemeiner Karpfen, Jester und so weiter. Big L natürlich auch. La Reine gibt es keine Bossfische, aber an den anderen Seen überall welche. Ich glaube, einer davon ist sogar ein Wels hier. Wels 100 Pfund. Richtig nice auf jeden Fall soweit. Dann Angelkoffer. Ich habe natürlich schon mal hier meine 3 Routen eingepackt. Man hat am Anfang hier den Standardkoffer, da ist eine Route, ein Haken und ein Köder drin. Und kann dann hier auf Hinzufügen klicken. Und bastelt sich dann hier quasi so einen weiteren Angelkoffer rein. Angelkoffer 2 und kann ihn dann erweitern hier mit beliebigen Routen. Die muss man aber auch allerdings kaufen. Am Anfang hat man aber, glaube ich, von der hier ein paar auf Lager, von den Rollen auch, von der Schnüre auch. Und dann kann man die hier natürlich auch noch kaufen mit diesen Anglerpunkten hier, die man bekommt fürs Fische fangen und fürs Mission abschließen. Und hier sehen wir, was wir alles kaufen können. Maiskörner, Korda, Jumble, was auch immer ein Dumble ist, keine Ahnung. Ist hauptsächlich tatsächlich ein Karpfen-Simulator beziehungsweise Friedfisch. Halt Schlei ist dabei, Rotauge, Brasse, Karpfen und Wels. Ich glaube, das sind so die 5, die es gibt. Wenn ich einen vergessen habe, tut es mir leid. Habe ich Rotauge gesagt? Ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Also, für die Karpfenspezialisten auf jeden Fall vielleicht interessant. Ich bin jetzt nicht so der Karpfenspezialist. Ich habe früher mal ein paar Karpfen gefangen, als ich mal mit Mais geangelt habe, den wir hier schon wieder sehen. Aber jetzt so, boah, welche Montage für was? Also, Leute, da wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Macht aber nichts. Wir werden uns das Spiel trotzdem angucken. Und beginnen wollen wir hier mal mit den Grundlagen. Und da starten wir einfach mal rein. Und das findet am See The Observatory statt.
Müssen wir noch hier kurz den Ladebildschirm abwarten. Und dann sind wir auch schon am Wasser. Willkommen in der Dovetail Games Euro Fishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Ja, auf jeden Fall schon mal nice, dass die auf jeden Fall deutsche Synchronisation haben. Das hat bei weitem nicht jedes Spiel, auch wenn jetzt die Sonderzeichen noch als Fragezeichen in dem Text dargestellt waren. Aber die Synchronisation ist auf jeden Fall schon mal gut. Also auch für die, die dem Englischen nicht so mächtig sind, auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und wir überspringen das Ganze mal hier, weil das geht nicht von alleine weiter. Warum vertrittst du dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Ja, das machen wir natürlich. WASD, wie gehabt, laufen. Wir drehen uns hier ein paar Mal im Kreis. So, laufen mal hier rum. Zack, zack. Mit der Maus kann man sich umgucken. Ja, mit Schild auch da. Kamera bewegen mit der Maus. Kriegen wir auch hin. Gut, du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. Und die Ego-Perspektive haben wir natürlich auch am Start. Also können wir auch hier rumlaufen. Rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Wenn du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Ja, dann wollen wir uns mal hier so eine Stelle suchen. Wir können allerdings auch überall hier um den See rumgehen und angeln. Jetzt ist es hier abgesperrt wegen dem Tutorial, aber den See, den gibt es natürlich auch in der Map-Auswahl. Und da sind die Wege durchaus offen und da können wir uns überall hinstellen und einfach angeln. Aber wir können uns hier auch einfach so einen Platz reservieren, sage ich mal. Wovon es ja auch mehrere um den See gibt. Also da vorne sehen wir einen, da hinten sehen wir einen. Da links müsste auch irgendwo einer sein. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dem hier. Und dann drücken wir E. Gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelroute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Ja, dann sehen wir schon hier unseren Angelplatz schön aufgebaut mit drei Bissanzeigern sogar. Das heißt, wir können sogar mit mehreren Routen gleichzeitig angeln. Das werden wir gleich machen, sobald wir am richtigen Gewässer sind. Normalerweise steht hier auch noch ein Zelt und ein Stuhl, aber hier wohl nicht, weil hier kein Platz ist. Aber ein Futtereimer haben wir auch. Lil Mudcats, Jake, Lilly und so, yo. So heiße ich auf jeden Fall. Hier die Abhakmatte. Alles am Start hier. Was das Anglerherz begehrt. Aber erstmal drücken wir natürlich I fürs Inventar. Und dann wählen wir hier, können wir die Haken auswählen hier und den Köder. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was ich machen soll, aber ich klicke einfach mal hier drauf. Schließe dein Inventar, ja, okay, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Ja, bin ich. Perfekt. Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Ja, das machen wir einfach mal. Wir gehen ins Wasser und drücken die rechte Maustaste. Bei gehaltener Schnur musst du nun die Rute nach hinten bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. Ja. Zielen können wir mit links und rechts auswerfen, über Kopf. Jetzt, wo das Blei hinter dir ist und deine Arme gestreckt sind, kannst du die Rute nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. So, und der Erste, der wird jetzt in die Hose gehen, weil man den Bügel, glaube ich, nicht loslässt beim ersten Mal. Ja. Genau. Hallo, habe ich doch jetzt hier gemacht. Kannst du mich jetzt mal hier werfen lassen?
Gut, ja, da perfekt. Du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuche es nochmal. Und das ist gar nicht so leicht. Also es bedarf schon einiger Übung, vor allem dann gezielt zu werfen. Ja, also man kriegt ihn vielleicht nach ein paar Mal versuchen schon irgendwie raus. Wenn ich das gleich machen werde, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Aber man kann es schon schaffen. Aber dann halt immer die richtige Länge zu finden. Das ist teilweise richtig schwer. Ich werfe jetzt hier einfach mal. Guck mal, der ist schon ein bisschen hoch. Ist ja weit genug gewesen. Ja, der ist hoch und nicht weit, oder was? Du kannst den Grund durch die Vibration aber war weit genug anscheinend. Schätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Ja, verschiedene Bodentypen haben wir ja auch. Deshalb auch verschiedene Montagen und andere Auftrieb. Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur einholen und für heute Schluss machen. Und damit haben wir schon die Grundlagen zumindest gelernt in diesem ersten Tutorial. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ja, nett von dem, dass wir die Punkte nochmal kriegen, aber nicht mehr ganz so viel wie beim ersten Mal. Also gehen wir mal zurück ins Menü, das heißt, das erste Tutorial haben wir gesehen. Die anderen sind nicht viel spannender, hier drillen wir den ersten Fisch da. Lernen wir das Pirschen, also das Rumgehen um den See. Hier haben wir noch so eine Angel mit so einer Futterrakete. Das gibt es tatsächlich auch, also wir können die auch durchaus anfüttern. Und dann halt noch das Handling mit mehreren Routen, weil wir haben ja gerade schon die drei Bissanzeiger da gesehen. Aber das sehen wir natürlich jetzt auch alles, wenn wir ans Wasser gehen. Und deshalb gehe ich einfach mal angeln. Ich werde jetzt noch nicht Multiplayer spielen oder so. Das mache ich dann in einem der nächsten Videos. Wie viele Videos ich so machen werde, weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr das gerne weitersehen möchtet oder lieber wieder mehr Fishing Planet. Da weiß ich halt nicht so, was ich noch machen soll im Moment. Aber da wird natürlich auch wieder was Neues kommen. Oder ich werde irgendwas nochmal zeigen. Also das hört jetzt hier nicht auf, nur weil ich jetzt hier Dovetail Games Fishing spiele. Das wird alles parallel laufen. Aber ich habe mir gedacht, wir können hier mal natürlich auch reingucken, denn Angeln ist Angeln und vielleicht ist das Spiel hier auch was, was ein bisschen Spaß macht. Also suchen wir uns jetzt hier erstmal ein Gewässer aus. Da waren wir gerade im Tutorial. Werden wir mit Sicherheit auch nochmal hingehen. Rekord des Sees 24 Pfund. Hier haben wir 15 Pfund, 36 Pfund. Die sehen alle so aus, als wenn die gesettet sind. Der eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Wir gehen erstmal jetzt zur Arena. Nach Frankreich, würde ich sagen. Und gucken mal, was da so geht. Also, starten hier. Startzeit 7 Uhr morgens. Wir können tatsächlich auch Nachtangeln machen. Können wir dann, ja, wir können auch hier die Nachtuhrzeit einstellen. Aber ich stelle das mal hier auf 7 Uhr. Habe ich jetzt hier meinen richtigen Koffer mit oder musste ich den auch irgendwo anders auswählen? Ich weiß, dass ich den irgendwo auswählen musste. Ach hier. Der Angelkoffer 1. Also hier müsst ihr euch einen richtigen Angelkoffer auswählen, damit ihr auch drei Routen mit habt. So, wir fangen mal um 7 Uhr an, wie der gesagt hat. Und hier kann man dann auch die Tageslänge einstellen. 2, 4, 8 Stunden, 24 Stunden für einen Tag. Das wäre natürlich schon Realzeit. Da bin ich mal gespannt, wie lange das beim Turnier dann ist, wenn da halt steht 7 Versuche, wie lange so ein Versuch eigentlich ist. Aber das werde ich dann natürlich dann auch noch rausfinden, sobald wir Turniere spielen. Bedingungen können wir einstellen, also Wetter. Ich mache mal zufällig, ist ein bisschen mehr Action. Wind machen wir ein. Und dann würde ich sagen, lassen wir das so und begeben uns zum Gewässer. Und warten ab, was passiert, wenn er hier fertig geladen hat. Da sehen wir schon, wir haben hier tatsächlich L'Arène, also eine Arena quasi. Hier sind die einzelnen Einstiegspunkte, die wir wählen können. Und ich habe jetzt natürlich schon draufgeklickt auf irgendeinen. Hammer nice, warum ist das denn dunkel?
Also letztes Mal, als ich um 7 Uhr war, war das hell. Kann man die Zeit hier irgendwie vorspulen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Vermutlich nicht. Und ich habe es auf 24 Stunden gestellt, oder? Habe ich auf 24 Stunden stehen lassen? Dann, ich weiß nicht, ob wir nochmal rausgehen. Ich möchte eigentlich gerne hell haben. Zumindest fürs erste Mal. Aber letztes Mal war ich auch um 7 und da war... Ne, hier ist tatsächlich eine Stunde. Langer Tag, ich mache bei Bedingungen... Ja, aber letztes Mal hatte ich auch Regen, da war hell. Also ich versuch's nochmal. Guck mal, ob das jetzt hell ist. Wäre natürlich schon mal nicht so schlecht. So, wir gehen jetzt irgendwo hier hin. Und jetzt haben wir wenigstens mal hier ein bisschen Licht, dass wir was sehen. Und da sind wir schon in unserem kleinen, runden Kreis. Auf jeden Fall für Turniere hier, glaube ich, richtig gut. Und hier ist unser Spot mit ein paar Seerosen. Das heißt, wir drücken E und beanspruchen natürlich unseren Angelplatz. Und dann müssen wir natürlich noch unsere Routen bestücken. Hier haben wir die Haken, Bodentyp Schlamm sehen wir, hier sehen wir alle Algen. Ich nehme mal für alle, also ein bisschen allround hier. Köder, weiß ich jetzt nicht, was hier am besten geht. Ich werde einfach alle drei Routen mit einem anderen Köder bestücken. Und dann werfen wir auch schon aus. Ich werfe den hier mal irgendwo da so vors Kraut. Wenn ich das hinbekomme, da hinten springt schon Fisch. Okay, das war schon mal gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir die zweite Route zur Hand. Packen da auch unseren Haken drauf, nehmen Mais, schließen den und werfen da vors Kraut. Ja, der war hoch und nicht so weit. Lasse ich aber erstmal liegen und nehme die dritte Route. Hier vorne steigen tatsächlich schon Blasen auf. Also man sieht schon so Zeichen von Fischen da auch. Das heißt, da werde ich gleich hinwerfen. Alle, nehmen wir den Köder hier noch. Und werde mal versuchen, ob ich das hier schaffe. Den so halb weit. Ja, okay, der war schon fast zu weit, aber macht nichts. Route wird hingelegt. Und jetzt heißt es abwarten. Und da geht schon die erste Route los. Route Nummer 1 hat einen Biss. Also nehmen wir die natürlich in die Hand. Nehmen die Spannung zum Fisch auf und dann gib ihm. Und da geht schon die nächste Route. Ach du Scheiße. Stress pur hier mit drei Angeln. Also man soll ja eigentlich pumpen und das dann irgendwie machen. Aber wir sehen hier schon, wir können auch natürlich die Bremse noch ein bisschen stärker einstellen. Das ist kein großer hier. Ich pumpe den jetzt mal ganz schön hier ran, um vielleicht noch den anderen zu bekommen. Wir müssen den Fisch tatsächlich keschern, das heißt, ich werde jetzt mal den Kescher in Hand nehmen. Und dann gucken, dass ich den kriege. Da haben wir ein kleines Rotauge. Ich drücke mal hier schnell Leertaste, ein Pfund. Ob man noch Kiloanzahl anzeigen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir setzen den mal schnell zurück und nehmen die andere Route in die Hand. Oh, und die 2 geht auch. Jetzt habe ich hier Stress pur. Nehmen wir halt erstmal die 2 in der Hand. Die 3 muss warten. So, bremsen wieder ein bisschen höher. Okay, also 3 hat, glaube ich, aufgehört. Das hat gerade irgendwie ein komisches Geräusch gemacht. Hätte ich vielleicht erst die 3 nehmen sollen, aber macht nichts. Ihr seht schon, mit 3 Routen kann das hier teilweise echt stressig werden. Aber es gibt auch durchaus Phasen, wo es dann nicht so läuft. Wo ist denn jetzt der Fisch hier? Ich sehe ihn noch nicht. Ich stand gerade schon, ich soll den Kescher benutzen, aber... Da sehen wir ihn. Jetzt nehmen wir mal den Kescher in der Hand. Führen den mit WASD dahin. Das habe ich zuerst nicht gecheckt, weil die das nicht beschrieben haben im Tutorial. Und wir haben eine Rolle im Knie. Perfekt, aber die erste Schlei ist gefangen. 3 Pfund. Und 16 XP und 79 Angelpunkte. Wir können auch hier noch die Info umschalten. Da sehen wir hier noch... Gemeiner Karpfen habe ich doch gar nicht gefangen, oder? Oder soll das der Rekordfisch sein? Wahrscheinlich, weil da ein Datum steht. Na gut. Setzen auch zurück. Wir können die natürlich nicht einpacken. Wir müssen die alles zurücksetzen.
Aber macht nichts, weil ich ruder mir jetzt hier die zwei. Die werfen natürlich dann wieder dahin, wo sie herkamen. Ah, sind wir sogar in der Algen gelandet. Perfekt. Und da vorne springt schon der nächste Fisch. Die eins werfen wir auch wieder aus. Vor die nächste Krautzone. Na komm, willst du? Oder willst du nicht? Da springt der Fisch schon. Richtung 2. So, die packen wir mal drauf und dann gucken wir mal, ob Börde 3 los ist. Fisch ist da nicht mehr dran, aber ich hole dir mal rein, um einfach zu gucken, ob da noch Köder dran ist und so. Und wir kriegen schon den nächsten Biss auf der 1 schon wieder. Und auf der 2 auch. Ja, Prost Mahlzeit. Also ich glaube, das mit den drei Routen hier ist irgendwie ein bisschen stressig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das Turnier geangelt habe, ich habe mal kurz, nee, gar nicht, war gar kein Turnier, aber Multiplayer, habe ich kurz reingeguckt. Da saß ich dann halt mit meinen drei Routen, da habe ich einfach gar nichts gefangen. Also auch das kommt vor. Aber hier haben wir jetzt anscheinend gerade mal richtig Stress. Ob der jetzt schon nah genug dran ist, weiß ich nicht. Komm. Ja. Hat geklappt. Noch eine Schleie. Zack. Fisch zurücksetzen und schnell die zwei in die Hand nehmen. Komm, mein Freund. Schaffst du, zwei hast du in der Hand. Spannung aufnehmen zum Fisch. Und dann schön ausdrillen. Also den Drill, wenn ich den mit so Fischenplänen vergleiche, ist jetzt nicht so ganz krass. Aber ich fange jetzt natürlich auch nur den kleinen Shitviecher hier. Wahrscheinlich wird das noch härter, wenn ich irgendwas Größeres fange. Aber wir haben hier nur die ganzen Schleien am Start. So, die nächste 2 Pfund und auch die setzt man natürlich zurück. Und versuchen es nochmal mit dem Wurf. Ne, die ich wollte noch gar nicht werfen. Mein Freund. Platsch in die Algen rein. Perfekt, zwei legen wir ab. Ich werfe mal die 3 nochmal aus, denn mit dem Köder habe ich noch gar nichts gefangen. Vielleicht kriegen wir noch einen Karpfen zu sehen oder so. Dann springt auf jeden Fall ein Fisch. Da werfen wir mal hin. Oder versuchen es zumindest. Boah, das war ja. Hör mal. Das war ja fast punktgenau. Aber die 2 macht hier schon eine Action. Also nächste Fisch am Seil. Das geht hier Schlag auf Schlag. Schon fast hier ein Arcade-Angelspiel. Aber vielleicht auch nur in dem Gewässer hier. Und die Bossfische werden natürlich nicht so leicht zu fangen sein. Oh, jetzt kriegen wir auf die 3 auch noch einen Biss. Deshalb muss ich den hier mal schnell reinpumpen. Komm her, mein Freund. Ich dachte mir, die 3 wieder flöten geht. Ah, kriegen wir dich? Ja. Und das ist sogar so eine getüpfelte Schleier oder was? Ja, Tüpfelhyäne. Perfekt. Zack, rein mit dir, denn ich habe hier keine Zeit. Nimm die 3. Und guck mal, was das für ein Fisch ist. Ist er hier wie am Fließband mit dem Fisch. Ich krieg die Angel gar nicht mehr ausgeworfen. Wenn der hat mal im Echt so wäre, dann wäre das schon ganz nice. Und was haben wir hier? Ich sehe es noch nicht genau. Könnte wieder eine Schleie sein. Mal kurz den Kescher rausfahren. Und tatsächlich die nächste Schleie, die sieht doch gar nicht mal so dünn aus. Ist eigentlich ganz schön dick geworden, oder? 3 Pfund. Okay, da haben wir die nächste Schleie, würde ich sagen. Schleien können wir schon mal fangen. Das soll es auch gewesen sein vom ersten Video. Also ganz schön actionreich bis jetzt. Mal gucken, ob das so weitergeht in den anderen Szenarien. Anderen Seen, Multiplayer, was noch alles auf uns wartet. Und Karpfen wollen wir natürlich auch noch sehen, denn das ist hier wahrscheinlich der Hauptfisch hier drin. Und richtig dicke Brocken wollen wir haben. Also, das dann in den nächsten Videos. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, damit ich weiß, wie ihr das Spiel hier findet. Ob ich das weitermachen soll oder nicht. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, seid ihr im nächsten Video wieder dabei. Da hinten springt der Fisch. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.